Lieben, herzlich willkommen zurück bei mir. Ja, ich habe heute wieder einen kleinen Haul für euch. Ja, klein ist gut. Naja, so ein Mittelding. Bei mir ist jetzt Montag, wo ich das Video mache. Und montags ist immer so mein Putz- und Einkaufstag. Es sei denn, ich muss arbeiten, dann verschiebt sich das alles um einen Tag. Aber ihr wisst ja immer, dass es montags... Mir fällt schon alles um. Dass es montags und donnerstags ja immer neue Sachen beim Aldi und beim Lidl gibt. Und da war ich dann heute auch, weil Monique auch gerne was haben wollte und sie ist im Moment arbeiten und dann habe ich das für sie geholt. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Wir fangen mal an beim Lidl. Genau, beim Lidl habe ich nämlich geholt. Monique brauchte einen neuen Rucksack, weil ihr Rucksack leider an den sie immer mit auf der Arbeit hat, leider an den ganzen Reißverschlüssen kaputt gegangen ist oder kaputt geht. Den hat sie mal von ihrer Tante geschenkt bekommen, aber der ist leider jetzt im Brötchen, wie man so schön bei uns sagt. Deswegen hat sie sich einen neuen ausgesucht. Das ist dann dieser hier, so in schönem Lila. Also ich finde ihn richtig, richtig schön. Und der hat jetzt gekostet 20 Euro und ich finde, also damit kannst du auch wandern gehen, ne? Weil gerade hier mit diesen Schlaufen hier unten um den Bauch rum und um den Rücken, finde ich den richtig töfte. Also, und da passt auf jeden Fall mehr rein, wie bei denen, den sie jetzt hatte. Und dann war ich noch beim Aldi. Beim Aldi, genau. Warum war ich beim Aldi? Genau, weil sie da mein Getränk hatten und hatten sie nicht im Lidl. Deswegen musste ich nochmal eben im Aldi rein. Und dann habe ich für Monique noch diesen Pullover mitgenommen. Damengrobe Strickpullover. Ich packe den gleich mal aus. Den fand ich sehr schön. Ich hätte ihn am liebsten in rosa gehabt. Das war so ein richtig schönes Babyrosa, aber den haben sie leider nicht mehr in ihrer Größe da gehabt. Und dann habe ich ihn jetzt halt in blau mitgenommen. Ich denke, das wird auch okay sein. Da freut sie sich dann immer, wenn was zum Anziehen dabei ist. Ja, da freut sie sich auch. Soll man nicht glauben, aber ist so. So, machen wir das mal ab. Und der ist dann... Soll ich mal irgendwie ein Müh weiter wegstellen? Sonst habe ich nämlich hier ein Problem so ein bisschen mit dem Zeigen. So, geht's doch besser. Meine Güte, dann hänge ich euch nicht so nah auf die Pelle. Also, das ist jetzt der Pullover in Größe M. Und der ist jetzt nicht allzu dick, ne? Wie ihr das sehen könnt, nicht allzu dick. Aber ich finde, wenn es jetzt so nicht so Minusgrade sind, wie wir jetzt im Moment haben, sondern so zum Frühling hingeht, finde ich, ist der schön. Und dieses Babyblau ist auch sehr schön. Bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Müssen wir natürlich erst waschen. Ja, dann haben wir noch ein paar Socken, Wellness-Socken für Damen, Größe 35 bis 38. Einmal in diesem Grau mit den rosa Punkten und in rosa. Ich mache die auch mal auf, weil Socken braucht man immer. Also ich nicht für mich, sondern auch für Monique. Braucht man immer und das sind dann halt so, ne, kleine Söckchen. Und einmal die grauen. Denn diesen Nipsi da drin. Ah, da. Einmal die grauen, die fand ich auch sehr schön mit diesen rosanen Punkten. Ja, die muss man, also bei Socken, schmeißen wir mit in die Wäsche. Muss ja immer erst alles gewaschen werden. Ne? Ja, dann haben wir die. Dann habe ich noch gefunden ein paar Schlüppis. Schlüppis! Ja, irgendwie habe ich mir heute gar nichts gekauft. Doch vorige Woche diesen Pullover. Ja. Ich habe heute mal für meinen Gatten und für meine Tochter. Ich brauchte heute mal nichts. Selten, oder? Es kommt ja gleich auch noch DM, ne, meine Lieben. Also einmal in so dunkelblau und einmal in so, die fand ich ganz süß. Ich mag diese engen Boxershorts. Ich mag nicht diese labbrigen, schwabbeligen, nee, die mag ich nicht. Und diese Slips mag ich auch nicht. Also ich mag eher diese Boxershorts, diese eng anliegenden. Ja, dann noch eine Herren-Relax-Hose.
weil uns jetzt mal aufgefallen ist, dass mein Gatte gar keine, der hat zwar Jogginghosen, aber nichts Vernünftiges. Oder besser gesagt, da sind welche jetzt auch kaputt gegangen und deswegen habe ich gesagt, weißt du was, die ist dir jetzt in die Hand gefallen, die nimmst du mal mit und ich fand das Muster auch sehr schön. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich die ganze Müll hin tue. Ja, ich fand das Muster auch einfach sehr schön. Ne? Und für zu Hause kann die ruhig mal so auch etwas größer sein. Ne? So. Und ja, die kann man gut tragen für zu Hause mit einem T-Shirt drüber. Oder halt für im Winter noch Pullover. Ja, ich glaube, das war's dann vom Aldi und vom Lidl. Warte mal, ich guck mal hin. Ja, das war's vom Aldi und vom Lidl. Jetzt kommen wir zu DM. Da war ich heute mal. Und ja, da habe ich erstmal zwei Geschenkpapiere mitgenommen. Ja. Ich wollte nicht jetzt halt immer dieses braune, deswegen habe ich mal was anderes genommen. Von Profissimo Geschenkpapier, kostet auch 95 Cent, so wie ich da, wie das graue. Und das ist extra für euch, wo ich dann eure, ja, eure Gewinne drin einpacke. Und ich finde, das hat ein schönes neutrales Muster und ja, geht auch schon so in die Frühlingsabteilung, ne? Da habe ich mir mal zwei von mitgenommen, weil die anderen jetzt, ja, ich, muss jetzt mal mit DM ein bisschen meckern. Ich wollte nämlich eigentlich diese Drops kaufen. Diese von Nature, von DM, ne? Von Nature ist das, genau, von DM. Da wollte ich eigentlich diese Drops gekauft haben, wo man sich das selber anmischt, ne? Das ist ein Glasreiniger und Bartreiniger und sowas alle. Aber die haben immer nur Bartreiniger und Allzweckreiniger. Aber die haben nie diesen Glasreiniger da, diesen Pot-Pad. Das finde ich blöd. Ich wollte mir das nämlich eigentlich gerne mal mitgenommen haben. Jetzt musste ich mir wieder dann halt so einen Naffel-Dings kaufen. Also DM, ihr müsst doch mal ein bisschen hinterher sein, dass das da aufgefüllt wird. Ich hätte das nämlich gerne gehabt. Das ärgert mich. Ja, dann ganz gewohnt, wie gewohnt, Katzenfutter, ne? Für die Mäuse. Für die Mäuse. Dann... das gehört? Das Fauchen? Ne? Die fauchen sich gerade an, die Katzen. Und dann habe ich hier von der Balea-Cremeseife Mandel und Vanille. Da bin ich irgendwie an der Kasse so drüber gestolpert und Mandel, Vanille habe ich gedacht, boah, das musst du mal mitnehmen. Mag ich ja. Mag ich. Fülle ich dann immer in unseren elektronischen, wo du einmal so die Hand da drunter machst, so und dann kommt ja Seife raus, da kommt das dann rein in unseren elektrischen Seifenspender. Jetzt haben wir es. Ja, dann habe ich mir wieder mal eine Kerze mitgebracht, aber im Moment weiß ich nicht, also mit Lavendel, die habe ich euch ja schon mal gezeigt vom Profissimo, im Moment weiß ich nicht, also da sind die ganzen Kerzenabteilungen, egal wo du hingehst, Müller, bei Müller, bei Rossmann, bei DM, Werbung unbezahlt natürlich, sind die immer leer. Es gibt keine Kerzen in Gläsern. Also, das nervt mich ein bisschen, weil ich gerne Kerze in Gläsern da habe. Gerade bei diesem Wetter. Jetzt habe ich mir noch mitgenommen von Manhattan Powder Matte Make-up, leicht und atmungsaktiv, Poren minimierend. Das ist eine Hu! Das ist eine Hu! Hoppala! Das ist ein Make-up. Genau, ein zart cremiges, langanhaltendes Make-up, weil ich möchte euch ja verschiedene Make-ups vorstellen, egal wo ich die habe, also ich habe auch welche aus dem Internet bestellt, Amazon und sowas alle und jetzt ist mir das so in die Hände gefallen, da habe ich gedacht, ach Mensch, das ist gar nicht mal schlecht und Foundation-Tests, da kann man das mal mitnehmen, ne? Und da bin ich echt mal gespannt, das war auch jetzt nicht allzu teuer, ich glaube, 3,95 hat es gekostet. Oh ja, nimm's mal mit. Dann für meinen Ansatz. Es wird echt Zeit. Ne? Guck mal meinen Ansatz an. Habe ich aber jetzt mal was Neues. Ich habe normalerweise das auch vom Blond für meine Haare. Was eigentlich nur für Strähnchen gedacht ist. Ich packe mir das ja immer ganz auf den Kopf. Aber da sie nur eine Packung hatten, habe ich und ich zwei Packungen brauche, habe ich einfach mal das mitgenommen. Ich bin mal gespannt, weil das ist wunderschönes Blond in drei Schritten. Also du mischst das,
Das andere, was ich habe, ist in, es kommt immer in so einem Pfännchen. Da hast du dieses Blondierpulver bei und diese Creme und dann musst du das ineinander mischen und dann wird das ja lila und sowas alle. Und hier haben wir jetzt, dass man das mischt, dann einfach schütteln und auftragen. Ja, und dann, das ist dauerhaft haltbar. Ja, und dann schauen wir mal, da das von derselben Firma kommt, ich denke mal, kann ich da jetzt nicht so viel verkehrt machen mit. Wir probieren das aus und dann werdet ihr ja sehen, wie das mit meinem Ansatz aussieht. Also zweimal habe ich das auf jeden Fall gekauft. Ne? Hier ist noch eins. Und dann schauen wir mal. Ja. Dann ja, noch was zum Putzen von Denk mit Allzweckreiniger. Mir ist jetzt aufgefallen, wir haben einen ganz, ganz alten Parkettboden. Ich habe doch gesagt, Parkettböden, nicht Parkettböden. Genau. Wir haben einen ganz alten Parkettböden im Flur, so Stäbchenparkett. Und den habe ich jetzt wohl mal ja, zu nass geputzt. Ich hatte auf einmal so ein Stäbchen. Das bewegt sich jetzt da oben. Das hat sich jetzt wieder gelegt, weil es so getrocknet ist. Aber ja, da war ich wohl einmal zu übermütig und habe es zu nass geputzt. Ja. Sollte man aufpassen. Naja, passiert. Ich sage ja, bei dem Parkett, was wir da im Flur haben, machst du auch nichts mehr kaputt. Ne? Das ist Asbach und Asbach uralt. Und ich hätte mich darüber gefreut, wenn der Vermieter damals hätte was Neues reingemacht. Aber naja. Dann nicht. So, dann haben wir noch Trockenfutter. Ich brauche immer ein Paket, wenn ich... wir haben so eine Dose, wo ich das rein tue. Mausilein. Mausi. 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 Dann nicht. Wo ich es rein tue, wenn ich das da reingetan habe, bringe ich immer ein neues mit. Jo. Dann für... Entweder, ich weiß es noch nicht genau, das ist ja so eine Seifenbox, ne? Entweder für eine Seife, die ich dann da rein tue, die wir immer benutzen unter der Dusche mit so Stückchen drin auch. Oder, das zeige ich euch gleich, was ich da rein tue, damit sich das nicht auflöst, immer unter der Dusche. Moment, da habe ich, ihr habt ja festes Shampoo schon bei mir gesehen und es gibt ja auch feste Spülung und da... Die lösen sich grundsätzlich auf, wenn man die unter der Dusche hat, liegen hat. Und in den Pappkarton kannst du es ja nicht wieder packen, ne? Dann fällt es auseinander. Deswegen habe ich mir jetzt so eine Seifenbox mitgebracht. Und ja, da ich aber im Moment kein festes Shampoo habe, aber was anderes ich mir mitgebracht habe, packe ich das wahrscheinlich da rein. Nämlich von Balea. Das fand ich sehr interessant. Eine feste Bodybutter. Rosi Pomegranate. 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 Also Granatapfel. Ne? Mit dem Duft von Granatapfel und zarten Rosenblüten. Da habe ich mal eben kurz meine Maske abgesetzt und dran gerochen. Muss ja auch vernünftig riechen, mit da reinkriegst. Und da fand ich echt interessant, weil das, warte, ich lese euch das mal vor. Also, Balea feste Körperbutter mit Granatapfelduft ist eine besonders reichhaltige Pflege für sehr trockene und strapazierte Haut. Also das ist für nach der Dusche, ne? Reichhaltige Kakaobutter, pflegende Shea-Butter und hochwertiges Bienenwachs schmelzen sanft auf der Haut und sorgen für ein zartes und weiches Hautgefühl. Pass auf. Die Körperbutter wird aufgrund der festen Konsistenz erst bei Körpertemperatur weich und schmilzt leicht. Damit Sie sie auf der Haut verteilen können, erwärmen Sie diese zunächst zwischen den Handflächen und verstreichen Sie danach sanft und gleichmäßig auf der Haut. Tipp! Wenn Sie es morgens besonders eilig haben, tragen Sie die Körperbutter gleich nach dem Duschen sanft auf die warme und feuchte Haut auf. Dadurch können die Pflegestoffe noch besser in die Haut einziehen. Auch hervorragend für Massagen geeignet. Also, wenn ich das in meinem Aufgebraucht-Video habe, dann werde ich euch auf jeden Fall berichten, wie das war. Weil das finde ich echt eine geile Idee. Feste Bodybutter. Und das war, die war relativ günstig. Aber 1,95 hat die jetzt gekostet. Und ich habe gesagt, ach, die bringst, nimmst du mal mit zum Ausprobieren. Ne? Fand ich eine mega gute Idee. Ja, dann noch Tesafilm. Ich brauche immer Tesa zum Einpacken der Pakete. Ja, dann habe ich mir noch von Hoppala. Ich habe ja immer nicht so viel von Deo-Rollern gehalten, aber ich finde die jetzt mittlerweile sehr gut. Und jetzt habe ich mir von Darf mal einen mitgenommen, einer Limited Edition. Winter Care, Jasmin und Powder Scent. Ja. Yeah. Riecht da mal dran? Okay,
Okay, hier riechst du jetzt nicht. Wir aktivieren den Roller mal. So. Oh, der lässt sich aber schwer rollen. Der muss... Ich glaube, der muss erstmal flutschen. So. Der ist auch so etwas weißlich. Ich habe ja jetzt schon mal einen von Nivea. Und da war ich echt mega begeistert von, weil der hält bombenmäßig und du riechst nichts. Oh, der ist... Das riecht aber schön. Das riecht echt sehr angenehm. 0% Alkohol, 48 Stunden Antitranspirant. Und jetzt geht doch, geht wieder zu. Stand neu drunter. Habe ich einfach mal mitgenommen. Kann ich nur empfehlen. Super. Mega gut. Dann, meine Lieben, habe ich jetzt einen Narren an Trockenshampoo gefressen. Ich habe ja mal so ein kleines Testding von Batiste in einer meiner Boxen gehabt. Und das habe ich heute Morgen zum Beispiel genommen. Jetzt ist es schon etwas verflogen, weil ich jetzt unterwegs war. Aber das gibt dir Volumen in die Haare. Das ist außergewöhnlich. Und ich mag das echt leiden. Und jetzt habe ich mir mal eins mitgenommen von Balea. Trockenshampoo, Soft Cotton mit blumigen Duft, langanhaltende Frische für alle Hauttypen. Und es steht ja auch hinten drauf, wegen Griffigkeit und voluminöse Fülle. Und ja, oh, da ist der Deckel kaputt. Naja. Ja, musst du in eine Kerze machen, genau. Einen schönen blumigen Duft. Und ich kann wirklich nur, oh, da ist jetzt der Deckel kaputt, naja. Nicht so schlimm. Wirklich Trockenshampoo nur empfehlen, wenn man mal, ja, wenn es mal schnell gehen muss und du hast deine, wenn du deine Haare wirklich nicht jeden Tag wäschst, ne? Mal einmal da Volumen reinzaubern und super geil. Ich finde es mega. Also ich habe jetzt immer Trockenshampoo zu Hause. Doch, Trockenshampoo. Genau. Yay! Dann, brauchte ich ein neues Anti-Schuppen-Shampoo für meinen Gatten. Der benutzt meistens immer Nivea for Men. Anti-Schuppen, Anti-Palette, Couleur, Power Shampoo. Ja, immer das von Nivea. Allerdings ist das jetzt auch, das hat mal unter 2 Euro gekostet. Das kostet jetzt auch fast 2,40 Euro. Ne? Also das ist mal eben locker 50 Cent, glaube ich, teurer geworden. Naja. Und dann habe ich mir noch Shampoo und Spülung mitgebracht. Wenn ich immer eins leer mache, bringe ich immer wieder eins mit. Also ich habe immer einige im Backup. Und da habe ich dann halt Schadenlöscher, weil halt meine Haare doch etwas strohig sind und sowas von dem Färben auch. Von Garnier Fructis kräftigende Aktivformel, ne? Schadenlöscher. Repariert pflanzliche Keraproteine, Amlaöl. Was sind Amlaöl? Stark geschädigtes Haar repariert, schön für stärkere Längen und weniger Splits. Und das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon mal gehabt. Ja, das habe ich schon mal gehabt und das roch ganz gut und das hat meinen Haaren gut getan. Und dazu natürlich die passende Spülung. Und ja, genau. Dann sind wir fertig. Meine Tüte ist leer und ja. Da haben wir ein bisschen zugeschlagen. Naja. Was du brauchst, brauchst du, ne? Jo. Ja, das war's, meine Lieben, mit meinem Lidl, Aldi, Süd und DM Haul. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Meine Lieben, bleibt gesund oder werdet gesund, ne? Ich wünsche euch das allerbeste und einen wunderschönen Tag. Abend, Nacht, Morgen, man weiß es nicht. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!